Also hier unter dem Motto Auf zu neuen Taten habe ich Tixer befreit, hier, und die Sachen alle in den Keller geschafft. Diese Kreuzung hier geräumt. Ich weiß nicht, ob da noch was liegt. Nee, hier liegen noch ein paar Sachen. Und bin dann hier reingefahren. Und bin jetzt hier bei Dave. Hab hier, die haben sich alle ausgeruht bis 8. Ich hatte früher eine nette kleine Tankstelle in der Stadtmitte von Balime. Musste dann aber zum Stadtrand umsiedeln, als ich keinen Sprit mehr geliefert bekam. Ich konnte die Quadratmeterpreise in der Stadt einfach nicht mehr bezahlen. Das Ganze ist etwas heruntergekommen. Aber es gibt nun mal nicht mehr viele Leute heutzutage, die eine Tankstelle brauchen. Die Herrin behält den ganzen Sprit für ihre Minen und ihre Armee. Natürlich hoffe ich, du wirst das alles ändern. Und dafür sorgen, dass Arulco wieder allen Leuten gehört. Und nicht nur der Herrin und ihren reichen Freunden in Balime. Ich habe hier ein kaum gebrauchtes Fahrzeug zu verkaufen, falls du Interesse hast. Kaum was auf dem Tacho. Das einzige Problem ist, es ist nicht genug bewegt worden, falls man das ein Problem nennen kann. Ich kann's dir für 10.000 Dollar überlassen. Also, um es dir schmackhaft zu machen, gebe ich dir freien Sprit, solange der Wagen läuft. Einziger Haken ist, dass ich nicht immer Sprit habe. Ist schwer regelmäßig zu bekommen. Aber wenn ich was habe, mache ich dir den Tank voll. Ist ja fabelhaft. Aber nur gegen Barzahlung. Hey Kumpel, du bist jetzt der stolze Besitzer eines Gebrauchtwagens. Du musst mir nur einen Tag Zeit geben, damit ich den Wagen für dich fertig machen kann. Muss ein paar händlerseitige Vorbereitungen machen. Kostet dich natürlich nichts. Komm morgen wieder und er wird startklar sein. So, dann kann ich ja jetzt auch wieder aufhören, hier. Jetzt steigen die alle ins Auto und dann fahren sie wieder nach Balima rein und dann kann ich versuchen einzukaufen. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich mir das gedacht habe. Auf zu neuen Taten. Also das hier hatte ja hier ein Dach. Da wisst ihr ja schon, was passiert. Jetzt bin ich hier wieder in Balima. Franz Müntefering soll wohl einen Deutschen darstellen. Franz Hinkel, mein Name. Das hier ist die feinste Adresse für Elektronikartikel in Arulco. Außerdem biete ich noch weitere Artikel an. Hinkel. Es Natürlich ist Hinkel. alles da. Sagen Sie mir, was Sie interessiert. Wir haben ein Fumble-Pack. Okay. Kriegt das überhaupt alles mit? Hallo, dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Willkommen in Howards Apotheke. Ich will ganz offen reden. Ich bin nicht wie das reiche Volk von Balime. Ja, ich mache täglich mit ihnen Geschäfte, aber ich teile nicht ihre politischen Ansichten. Ich war schon hier, bevor Daedrana die Herrin wurde. Ich habe nur versucht, den Laden über Wasser zu halten. Wenn jetzt die Wahrheit herauskommt, bin ich froh, dass du hier bist. Vielleicht bekommt dann jeder, was er verdient. In Ordnung. Sieh dich um und lass mich wissen, wenn dir was gefällt. Erdenergie-Booster für 5000 Arztkoffer. Hallo, wie geht's? Ich bin Sam. Sieh dich ruhig ein bisschen um. Also der hat lauter heile Sachen. Sieh dir alles an. Lass mich wissen, was du möchtest, ja? Das möchte ich auf alle Fälle. Und das. Und so billig habe ich die noch nie gekriegt. Hast du je das Gefühl gehabt, du könntest den ganzen Tag in einem Eisenwarenladen verbringen? Wenn du was. Dynamo, der hat ja jetzt ein Schlosser-Kit. Die Häuser alle durchsuchen. Also, ich habe mir jetzt das zweite Auto geholt, den Hummer. Das heißt, das andere Auto steht da noch, der Truck. Der Ice Cream Truck.
Der Hummer müsste eigentlich mehr Geld mehr verbrauchen. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, da habe ich eine Person gesehen, gehört. Und das ist jetzt der vermisste Forscher. Hey, ihr da! Ich nehme an, ihr seid diese Söldner, von denen alle reden tun. Aber legt euch bloß nicht mit Dr. Kearns an. Ich habe ja auch nichts gegen Sie. Sie haben sicher schon davon gehört und tun sich fragen, was ich hier tue. Hat er wirklich den Dienst bei der Herrin geschmissen? Tja, hab ich tatsächlich. Sie hatte den Nerv, meine Leidenschaft gegen mich zu benutzen. Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich meine nicht Sex, Gott bewahre. Allein der Gedanke hätte mich um Kopf und Kragen bringen können. Nein, was ich meine, ist Wissenschaft, meine Forschung. Das ist meine Leidenschaft. Tja, und dann hat sie mein Labor mit allem ausstaffiert, was man so braucht. Es gab nichts, was ich nicht hätte tun können. Aber dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen. Zum Beispiel über ihre Motive. Also habe ich die Arbeit Arbeit sein lassen und mich mal umgeguckt. Und wissen Sie, was ich gesehen habe? Genau das, was Sie jetzt auch sehen. Leute, die für diese Schlampe leiden und sterben müssen. Also bin ich weg, einfach aufgestanden und gegangen. Und erzählen Sie mir nicht, Sie hätten es anders gemacht. Und ich gehe auch nicht zurück. Nein. Und wenn ich's tue, dann tut sie dafür bezahlen mit ihrem Leben. Wissen Sie, ein guter Wissenschaftler, für den ist es Ehrensache, der Menschheit zu helfen und nichts zu zerstören. Aber was hat sie getan? Sie ist eine eiskalte Schlampe, die aufgehalten werden muss. Es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber ich habe da etwas entwickelt, um den Schaden wieder gut zu machen, den ich angerichtet habe. Dieser Roboter dient dazu, die Herrin zu töten. Eigentlich wollte ich das selbst erledigen, aber ich glaube, Sie und der Roboter haben eine größere Chance. Und, mein Freund, ich mache mir nichts aus Ruhm. Es soll Sie nur jemand aufhalten und Sie können das tun. Mein Roboter ist fast fertig. Alles, was die Kleine jetzt noch braucht, ist ein Gewehr und eine Kamera. Und dann macht sie der Herrin die Hölle heiß. Ich sage Ihnen was. Sie besorgen mir das Zeug und der Roboter gehört Ihnen. 1, 2, 3 Logbuch aktualisiert. Na gut, das ist ein Gimmick. Schauen wir mal ins Logbuch. Und da haben wir was? Hä? Was steht da eben zuletzt? Alma wird von Bloodcrats terrorisiert? Die haben wir doch schon tot gemacht. Was ist das für ein Quatsch? Videokamera für Roboter. Daedranas Forscher gefunden. MATLAB will Roboter bauen. Videokamera für Roboter benötigt. Das war sehr merkwürdig. Und was ich noch zu berichten habe, ist, Daedranas hat wieder diese Kreuzung besetzt. Diese, die ich schon mal befreit hatte. Und da waren ganze zwei Personen drauf. Das ist lächerlich, mit zweimal so eine Kreuzung zu besetzen. Naja, und was ist noch passiert? Ich habe halt Balime eingenommen, hier mir das Auto geholt, Tixa eingenommen, naja, nochmal, aber da ist noch so viel Zeugs, was hier unten liegt. Hier liegt das alles noch und sogar noch Minen. Naja, dann darf man jetzt nicht vergessen, die Tür wieder zuzumachen. Ich hab's. Jetzt zieh wieder zu, die Tür. Ja, das war eigentlich alles, was ich sagen wollte. Es passiert ja im Moment nichts. Das hier freikämpfen, ist ja alles Pillepalle. Das ist ja immer dasselbe. Und vor allen Dingen hier, wo ja ein Dach ist. Ha, da lach mich tot. So, dieses, was ich mal als blöde Ecke bezeichnet habe. Ah ja.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. So viel werde ich wohl gar nicht schießen, aber egal. So, jetzt hat irgendwo Flo, glaube ich. Nein. Irgendeiner hat doch hier das hier mit, genau. Dann tarnen wir uns mal. Das ist ja allerliebst. Oh, bin ich wieder auf 100%, ist ja schön. So, das Problem ist hier, dass es hier nur so ein enger Gang ist. Und wenn da erstmal Leuchtstäbe geworfen sind, dann kriegt man das nicht mehr gebacken. Ich habe jetzt hier auch nur Messer mit, sinnvollerweise. Dies habe ich gerade gefunden, von einer Ecke da drüber. Quetschen wir die paar Pickel aus. So, dann speichern wir mal ab. Und guck mal, der dreht uns gerade so schön den Rücken zu, ob wir den einfach so kriegen. Oh. Am Bein, ja, das Bullet Drop. Laufen wir 10 ran. Abschaum. Die haben mich hier am Arsch. Tja. Abschaum. Ja. So, der guckt dahin, der guckt dahin. Dieser guckt dahin. Den könnte ich theoretisch abschmeißen. So viel zur Theorie. Also nicht. Ja. Okay, der guckt weg, der guckt weg, der guckt weg. Dieser hier? Ich hab da was Merkwürdiges gehört. Vielleicht jetzt abwerfen. Ich weiß nicht, ob der das dann sieht. Aber ich kann es ja mal versuchen. Ich speichere ab. Ha, zweimal. Asche zu Asche. Dann gehe ich wieder runter. Könnte sein, dass der was gesehen hat. Ja. Ja, kriegt Verstärkung. Ja. Ich hab da was Merkwürdiges gehört. Vielleicht war das nicht gut. Zum Dreck. Wo läuft der denn hin? Ja. Zum Dreck. So ein Dreck. So ein Dreck. Ja. So ein Dreck. Ich hab da was Merkwürdiges gehört. So ein Dreck. So ein Dreck. So ein Dreck. Die mich erstmal gesehen haben, sieht das schlecht aus. So ein Dreck. Ja. So ein Dreck. Ja. Ich schaue, ob ich den abwerfen kann. Ich glaube nicht. Doch. Aber wieso? Asche zu Asche. Ich hab den Bogen raus. Zweck, jetzt habe ich auch noch Level 10. Ich hab da was Merkwürdiges gehört. Ja. So, jetzt müssen wir mal. Ich hab ja so ein Ding mit, so ist das nicht. Jetzt werfe ich dem das an den Kopf. Mal sehen, wie das jetzt funktioniert.
ducke mich wieder. Und dann versucht mal. Wie gilt es, den zu treffen? Oder Flo? Ach ja, Flo, mit deiner Kommando. Oh. Ich darf dieses nicht zu dicht dahin werfen. Ah, dann kann ich hier nicht mehr rauslaufen. Tut geht jetzt hier weiter vor. Ich hab da was Merkwürdiges gehört. Okay, quetschen wir die Partikel aus. Zum Dreck. Ja. Du läufst natürlich wieder weg wegen der Unterbrechung. Zum Dreck. Ja. Zum Dreck. Zum Dreck. Ja. Abspeichern. Fangen wir mit Flo an. In der Ecke, die könnte die treffen. Ah! Stimmt, 8, 9, 10. Ah! Trifft sogar zweimal. Okay. Sind wieder zwei weniger. Sie. Ich hab da was Merkwürdiges gehört. Zum Dreck. Ja. Hoffentlich findet jemand den Rest der Feinde, sodass sie kein Gefahr mehr sind für mich, für uns. Ich hab da was Merkwürdiges gehört. Okay. Dynamo. Quetschen wir den Partikel aus. Und dann? Noch Konrad? Tja, das wird diese Enge euch selber zum Verhängnis. Kein Grund, übermütig zu werden.
Die sind hier noch irgendwo. So, jetzt versuche ich mal hier rauszuklettern. Ich check das mal. Ich kann hier auch rein. Da hat jemand was verloren. Hüpfen. Da hat jemand was verloren. Ich hab da was Merkwürdiges gehört. Oh. Okay, quetschen wir die Partikel aus. Jetzt müssen die Leute hier vorrücken. Ich hab's. Ich hab's. Ja, das blutige Messer einsammeln, ob das so wirklich so erforderlich ist. Ich hab ja eben noch abgespeichert, ne? Ja. Wo sind denn die da drin? Nicht da eine Handgranate reinwerfen? Natürlich nicht. Und da? Auch nicht. Okay, quetschen wir die Partikel aus. Asche zu Asche. Ja. Die Drenners Schergen sind immer noch in der Nähe. Ich würde nicht ruhen, ehe sie nicht alle ausrotiert habe. Ja, jetzt kommt das Problem, dass man da nur ganz schlecht rankommt. Jetzt brauche ich noch einen zweiten Mann. Meinetwegen Schenk, der geht so bis hier. Was habe ich da gehört? Okay, quetschen wir die Partikel aus. Das ist ja allerliebst. Ja. Da hat jemand was verloren. Aha. Wahrscheinlich. Ich check das mal. Wäre es möglich. Okay. Da ist einer. Quetschen wir die Partikel aus. Das gut ist ja gemacht. Allerliebst. Feinde sind bereit für Sarg. So, das letzte Mal kamen dann sofort welche da von links. Einbahnstraße.
Hier auf der Karte kann man sehen, ob da ein weißer Punkt auftaucht, wo alles langläuft. Da ist er. Ah, zurück, um Jake wiederzusehen, hä? Handeln. Seh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. Schrottwaffen. Nimmst in Ordnung. Lass mich mal schauen. Das nimmt ja, das kann ich umsetzen. Gib dir einen guten Preis. 5 Sprit. Das schmeißen wir erstmal auf Erde. Und dann? Ja, das wird jetzt langweilig. Also, wir brechen das hier jetzt mal ab.